Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Frankreich. Wir starten ins Spiel und ich laber nebenbei ein bisschen. Wir haben nämlich gerade nichts zu tun. Wir haben unseren Krieg gegen England so erfolgreich beendet, dass wir alle englischen... Moment, jetzt ist es interessant. Alle englischen Provinzen zurückerobert haben bei uns. Selbst Calais ist wieder in unserer Hand. Wir können hier die Flotte... Eroberungsschiffe, das hätte ich glaube ich gerne, den Kaperbrief. 2033, aber Geschwindigkeit, Flotte, Rückzugsschiffe. Da, den Kaperbrief hätte ich gerne. Geben wir unser ganzes Geld aus. So, wir haben einen Frieden. Also wir haben alle englischen Provinzen zurückerobert, sogar Calais. Alecon bleibt in unserer Hand. Haben wir nicht zur Apanage gemacht. Immer noch ein kleines bisschen... hohe Freiheitsbestreben. Können wir dich schon wieder verbünden? Nein, noch nicht. 58, na gut. Wir müssen einmal gegen Burgund und einmal gegen die Provence ziehen. Provence haben wir das Bündnis mal direkt gebrochen. Okay. Was haben wir denn hier für einen Frieden? Mailand... Frieden hier. Provence tritt Verdun und Barrois an Burgund ab. Lothringen tritt Lothringen an Burgund ab. Okay, alles hier oben ist quasi an Burgund gefallen. Das ist alles. Okay, dann rutsche ich jetzt über die Provence drüber und hole mir den Rest. Kirchenstadt wollen wir nicht mit reinrufen. Wir erklären den Krieg und marschieren gleich mal hier rüber. Wer war noch drinnen? Niemand. Niemand ist drinnen. Okay, wir setzen uns einfach mal so hin. Warten mal kurz hier. Das Schloss holen die anderen für uns. Das finde ich super. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Kirchenstraat gegen Provence. Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Ich nehme mal einen Mann mit dem General und stelle den mal hier kurz mit rein. Nur vorsichtshalber. Nicht, dass die jetzt hier rausgehen. Und dann kriegt es der Kirchenstaat. Ich möchte mir das nämlich alles holen hier. Der Kirchenstaat soll nichts davon haben. Sehr gut. Luca. So, hast du mich denn eigentlich immer noch? Ja, tatsächlich. Neapel, was mache ich denn mit dir jetzt eigentlich? Warum hasst du mich, Aragon? Ich würde dich ja gerne verbünden. Heiraten. Ich würde alles gerne mit dir machen. Naja, okay. So, Belagerung von Anjou schon gewonnen. Sehr gut. Dann warten wir jetzt, bis das hier unten noch schnell durch ist. Das war eine ganz schnelle Geschichte. So. Auch erledigt. Dann einmal zack, 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 zack. Na. Einmal alles für uns, bitte. Geld nehmen wir auch noch mit. Zack. Krieg ist durch. Wir wollen dich bitte... Korn. Sehr schön. Und damit haben wir hier die Provence-Frage geklärt. Das Haus, wenn wir eine Mission durch ein Bündnis abschließen, haben wir nicht. Wenn wir es durch Eroberung abschließen, Auswirkungen, aggressive Expansion, -15% und 20 Prestige. Ein Haus vereinen, Legitimität 95 und Stabi 3. So haben wir denn schon wieder so wenig Legitimität? Wir haben doch vorhin erstmal erhöht gehabt, oder? Täusche ich mich da? Wir werden die Punkte aber mal kurz investieren. Warum kann ich jetzt die Stabi nicht erhöhen? Weil wir 221 brauchen. Ja, lecco mio. Das ist viel. Warum brauchen wir denn 221 Stabi? Überdehnung, positive Stabilität. Ja, die wegen der Überdehnung, okay.
Die Schwächeren stärken, die Schwachen. Die Starken schwächen. Die Schwachen stärken, ja. Okay, dann warten wir mal kurz, bis das hier durch ist. Dann wird die Stabi billiger. Hoffen nur, dass wir in der Zwischenzeit keine verlieren. Picardie werden wir auch zum Staatsgebiet natürlich machen. Ist ja klar. Ja, und dann können wir uns mal schon Richtung Burgund aufmachen. Problem ist, die sind mit Aragon verbündet. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also dafür wäre dann die iberische Hochzeit eigentlich ganz gut. Nur mal so Interesse halber. Österreich und Portugal. Ja, okay, gegen Spanien können wir nicht ziehen. Das ist ein starkes Bündnis am Anfang. Da kann ich nicht reingrätschen. So, gibt es einen coolen Typen, den wir uns jetzt holen können? Unterhaltarmee? Nimmer. Unterhaltarmee ist super. Kostet uns jetzt eh noch nicht so viel. Aber trotzdem. So, wie schaut's aus? 60 und 70%. Komm. Ich würde gerne die Mission abschließen. Was kriegen wir denn dann eigentlich dafür? Vasallenbonus, Freiheitsbestreben untertan. Wichtig, wichtig. Leider. Nein, das wäre perfekt. Dann hätten wir maximal 5%. Maximal 5%. Und dann hätten wir die nächste Quest abgeschlossen. Also ich werde jetzt hier auf den gar keinen Fall auf den Knopf drücken, bevor wir nicht hier durch sind. Egal, ob wir die Punkte davor haben oder nicht. So, Waffenstillstand mit Schottland interessiert nicht die Bohne. Interessiert nicht die Bohne. So, komm, durch. Ja, jetzt haben wir es gleich. Samir, Armeetradition, Moral, Armee werden wir machen für 69 Dukaten. Das ist okay für mich. So, jetzt haben wir alles. Immer noch nicht. Eieieiei. So, jetzt hat. Bitte erhöhen. Dann haben wir jetzt die Quest hier. Zack. Und dadurch müssten wir jetzt die andere Quest eigentlich haben. Aber sie poppt nicht auf. Das gefällt mir nicht. Kein Untertan, Freiheitsbestreben. Ah doch, und 5%. Wir haben hier einmal 8. Okay, wir nehmen einmal Herrscher beschwichtigen. 20 Prestige. Bam. Jetzt haben wir die Quest. Kosten diplomatische Annexion minus 15%. Nehmen wir mit rein. Sehr cool. Oh, wir können auch deswegen gleich in die nächste Regierungsform springen. Was hätten wir denn? Wahrscheinlich die Steuereinnahmen. Haben wir irgendwas Spezielles? Unterhalt Festungen? Nee. Kostenstabil? Nee. Offizierskorps? Kavallerie? Nee. Also wie immer, Rekrutenreserve oder Steuern, da ich ein Geldheini bin. Erklärung, warum mir Geld so wichtig ist. Osmanen-LP. Also wir können noch eine Regierungsform gleich machen. Erhalte 20 Reformfortschritt pro monatlichen Dingsbums. Wir erhalten 8. Also 160 Regierungsfortschritt bekommen. Das ist heftig. Autonomie ist immer gut. Zentralisierung eines Staates erstattet 50% der Kosten zurück. Das ist auch nett. Machen wir häufiger am Anfang. Kosten, Kulturänderung. Autonomie, Abklingzeit. Ja, ist okay. Dafür hassen uns unsere Stände alle um 5% mehr. Akzeptierte Kulturen, ja, könnte wichtig sein. Minimale Autonomie, Territorium wäre nett. Verfügbare Berater, Regierungsform, Wachstum, naja. Beraterkosten, Herrscherkultur, naja. Kann die ganzen Staatserlasse hier reinhauen, naja. Diplomatische Beziehungen, Vasallenbonus.
Tributmachtpunkte, Vasallen und Marken erhalten 25%ige Steuererhöhung. Wäre nicht schlecht, das Problem ist nur, zählen die als Vasall? Das ist die Frage an der ganzen Geschichte. Aber auf lange Zeit gesehen wollen wir die eh weghaben und ich weiß gar nicht, ob ich dann in der richtigen anderen Vasallen haben werde. Deswegen nehmen wir die Autonomie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wir werden hier trotzdem die Provence auch noch zum Staatsgebiet machen, auch wenn wir jetzt gerade nicht die Admin-Power dafür haben. Alter, wir sind hier immer noch in der ersten Tech. Ja, actionreiche Monate am Anfang, aber das werden wir alles aufholen. Das werden wir alles aufholen. Keine Angst, keine Angst. So, 7 Dukaten gerade. 7 Dukaten gerade. Ich überlege gerade, ob wir noch ein paar Truppen holen. Wir könnten nochmal 17.000 Truppen. Es wären voller Stack nochmal von uns. Oder halt dementsprechend von Söldnern. Sowas hier. Aber kostet halt 5 Dukaten. Da wäre es mir eigentlich lieber, ich würde nochmal eigene Soldaten raushauen. Da wären mir eigene Soldaten tatsächlich nochmal lieber. Ich bin ja nicht so ganz der Söldnerfreund. Ich hätte gerne die Loyalität für Bourgeois. Die Landbeschlagnahmen können wir gerade eben nicht. Unmöglich. So, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Renaissance? Okay, Paris hat sie immer noch nicht. Halt. Ah, da Erlass muss ich übrigens rausnehmen. Den habe ich ganz vergessen. Gut, dass ich aus Versehen draufgeklickt habe. Okay, Paris wäre fast soweit. Paris wäre fast soweit. Und das... Neapel wurde exkommuniziert. Venedig fördert und hier unten ein bisschen. Und es ist auch sonst noch kaum aufgepoppt, nicht in Wien oder sonst was. Das ist schön, also stehen wir sogar relativ gut da. Da ist die Renaissance nämlich. Da ist sie nämlich. Hopp. Rausgetappt. Einmal noch. So, dann gehen wir hier nochmal auf die 12, würde ich sagen. Zack, zack. Anspruch Thronfolger minus 10%. Du bist wahrscheinlich eher auf 100. Ja, komm. Kack drauf. Super. Könnten wir denn schon irgendjemanden theoretisch annektieren? Wir brauchen mindestens 50% Kronland. Alter. Alter. Gibt es irgendwas, wie man die vielleicht per Event dann... Da haben wir immer noch das Problem mit dem General Jean Bureau. Weiß nicht, müssen wir vielleicht den General dann umbenennen. Ich weiß es nicht, wenn wir Kanonen haben. Weiß ich nicht, ob es da ein Event oder sowas gibt. Aber okay, werden wir mit der Zeit sehen. So, was war jetzt hier? Burgund. Wir müssen am besten diese Gebiete hier vom Burgund zurückerobern. Ach oh Gott, und hier müssen wir uns... Obwohl wir können...
es auch friedlich lösen. Du brauchst auf jeden Fall eine Meinung von 180 von uns. Ja, gut, schauen wir mal, ob wir die irgendwie hinbekommen. So, Burgund. Ja, das einzige Aragon nervt mich ein bisschen. Was hier alles annektiert worden. Kirchenstand annektierte Perugia und Urbino. Dann machen wir hier mal 12-2 draus. Das ist okay. Bei den anderen haben wir 12-4. Wo kann ich denn hier das Ding legen? 66, erst in 10 Jahren. Uah. Das dauert natürlich noch. So, wir können hier rein in die Tech-Marktplatz. Und ich nehme mal an, das Annektieren zählt für alles. Ja. 50% Kronland. Du gehst auf wie viel hoch? Auf 38 gerade mal. Was kann ich dir denn noch antun, dass die Loyalität hochgeht? Und das Kronland am besten nicht runter. Kronland geht nicht runter, Loyalität geht drauf. Diploberater kostet 15 weniger, dafür die Stabilität 10% mehr. Was haben wir denn noch? Nee, wollen wir auch nicht. Autonomie erhöhen hier. Machtkosten. Kein Kronland. Machtkosten 5% ist. Aber Produktion, Inflation. Produktion machen wir gerade 6 Dukaten. Inflation haben wir gar nicht, aber die Loyalität würde hochgehen. Hier, Schiffe mach mal. Loyalität geht hoch. Nichts Negatives. Verliert kein Kronland durch die Entwicklung. Jeder im Besitz befindliche mit einer Flussmündung oder Handelsmündung erhält folgenden Bonus. Verwaltungskosten Provinzen minus 15%. Ist doch super. Komm, mach mal. Hau mal rein. Stadterweiterungsprivileg. Sind die neuen Sachen. Okay, jetzt haben wir eigentlich auch schon. Was haben wir hier noch? Bei 100% Einfluss hat das Privileg folgende Auswirkung. Wenn loyal über 60% Provinz, okay. Nee. Handelsmacht Händler. Wobei, es wäre nicht so schlecht. Wir müssen, im Endeffekt müssen wir die Händler einfach nur loyal halten. Wir müssten die Händler einfach nur loyal halten. Steuereinnahmen global 10%. Aktiviert die Standesentscheidung Bourgogne. Beitrag erbitten. Frankreich erhält Investitionsbeitrag bis zum 13. September. Baukosten, Unterhalt, Flotte. Aber Bourgogne verliert minus 10% Loyalität. Okay, Baukosten, Unterhalt, Flotten. Für die nächsten 10 Jahre ist mir wurscht, aber Steuernahmen global. Hauen wir mal rein. So, und jetzt langt es erstmal. Aber wenn ich das sehe. Ah, hier haben wir noch was. Okay. Wenn ich das richtig sehe, das mit den Loyalität und so ändert sich erst, wenn wir. Genau, hier. Wenn wir diese Entscheidung raushauen. Wollen wir nicht. Geh weg. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machen wir noch mehr Geld. Valois. Geh mal rein hier. Wir wollen die Aufständischen hier nicht.
Wie hoch gehst du jetzt? Das war ja das eigentliche Ziel der Sache. Jetzt gehst du auf 48 hoch. Das ist doch schon mal was. Dann werden wir jetzt noch schnell die Versammlung einberufen. Sind ja auch noch mal ein bisschen Loyalität. Ihr seid bei 80 sogar. Und ihr seid bei 43. Machen wir jetzt mal hier ein bisschen die Loyalität. Grundsteuer. Viscaya ist im Besitz. Mehr als 1000 Dukaten haben. Ja, müssen wir die Grundsteuer machen, so weh es mir tut. Weil ich hatte jetzt eigentlich keinen Bock, hier Punkte reinzuschleudern. Aber jetzt können wir trotz allem ein bisschen Land entziehen. Haben wir zwar Aufstände, aber die sind jetzt nicht ganz so wild. Die sind jetzt nicht ganz so wild. Da brauchen wir erst einen General noch drinnen. Die sind jetzt nicht ganz so wild, die Aufständischen. Hast du dich jetzt mit England eigentlich verbündet? Nein. Habe ich da nicht vorher irgendwas gesehen? Vielleicht Rivale oder so? Ich weiß es nicht. Gut. Jetzt ist die Frage, Burgund ja oder nein? Also, können wir schon wieder die Militärtech, werden wir tatsächlich auch sofort tun. Am Anfang natürlich in die Offensive, ist klar. Du hast 4, wir haben 5. Wir haben ein bisschen mehr Truppen. Aber vermutlich auch die stärkeren Truppen. Minus 91 sind sie bei 3 irgendwas. Also wir sind auf jeden Fall stärker. Wir haben ein bisschen mehr und wären stärker. Das Problem ist nur, das liegt halt auch an den Vasallen und so. Die Gegner rotten sich immer gerne zusammen. Bin mir tatsächlich, nehmen wir dabei an, nicht sicher. Okay, wenn wir jetzt hier die Moral nochmal mit reinnehmen, dann vielleicht schon eher. Und wir haben eine ganze Tech mehr. Die Frage ist, wo stürzen wir uns als erstes drauf? Einfach direkt Burgund plus Verbündete oder plus Untertanen. Oder Aragon. Keine iberische Hochzeit nach wie vor. Wer hasst dich denn? Dänemark, England. Ja, England bringt mir gar nichts. Dänemark, Kastilien. Ich glaube, dann mache ich Aragon auch, weil das nichts bringt. Kann ich dann Österreich? Aber ich muss ja auch irgendwann gegen das HRR ziehen. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Ist Kaiser weniger als ein Reichsmitglied? Kaiser hat Meinung spöttisch beleidigt, hat Meinung beleidigt. Ja, jetzt mich mit Österreich, also mit Österreich verbünden geht ja auch außerdem gar nicht. Wir sind ja historisch Feinde. Polen gegen Ungarn, Ungarn und Kroatien, mit wem? Kastilien, Ferrara, Genua, Landshut, Trebbünde. Sollten wir uns mit Polen vielleicht verbünden, das würde gehen. Oder eben mit Dänemark.
Weil du hast ja auch Burgund. Bei Polen finde ich da schon ein bisschen geil. Aber Moment mal, Polen hat nicht Litauen mit drinnen. Litauen ist unabhängig. Litauen ist unabhängig. Oder wir heben uns das Bündnis auf, bis vielleicht hier oben ein cooler Herrscher irgendwo rauskommt. So, das hilft uns jetzt aber nicht weiter, was wir mit Burgund machen und wie wir den Krieg führen. Weil Aragorn nervt, muss aber erst hier durch die Festung durch, wo wir sie immer und immer und immer wieder zurückschlagen könnten. Wir könnten uns einfach hier auf Burgund konzentrieren. Ja komm, wir probieren es einfach. Was soll man schon verlieren? Den können wir uns eigentlich gerade nicht leisten, aber wir holen ihn uns trotzdem noch. Dann hauen wir uns halt notfalls ein Darlehen rein oder wir machen es so. Einfach nur, um noch ein bisschen stärker zu sein. So, bestätigen. Krieg ist erklärt. Belagerung ist ganz oben. Eins. Wir lassen anschließen, rein. Wir rotten uns erstmal hier so ein bisschen zusammen. Okay, da haben wir fast geweibt sogar. Da hätten wir Burgund fast sogar geweibt. Was haben wir denn als Kriegsziel jetzt drin? Das da hier. Das, was wir jetzt gerade erobert haben. Ah ne, wer ist hier? Okay. Gleich mal hier überall rein. Ist gut, die stehen alle da oben. Da lassen wir sie mal. Du gehst dahin. So, gleich alles hier durchbelagern. Überleg sogar, ob wir gleich in die Festung hier noch reingehen. Zack. Rauf in die Festung. Jetzt sitzen wir halt gerade in 3 Festungen. Eigentlich sogar in 4 Festungen. Aber das ist okay. Da haben wir einen Kredit. Der war klar, dass er kommt. Und ist aber auch für uns überhaupt kein Problem. So, da ist auch schon Dior gefallen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wenn ich jetzt hier rüber gehe, wir haben hier 16.000 Mann plus nochmal 5.000 Mann, also 21.000 Mann. Was? Ah, ich habe unten auf Aragorn nicht aufgepasst. Ich sag vorher noch, wir können sie da schön immer wieder zurückschlagen. Ja, dafür hätte man aber halt auch aufpassen müssen. Okay, hier Burgund, kein Wipe. Das ist ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt, für mich. Aber okay. Wir haben Schiffe verloren. Achso, deswegen. Ja, okay. Auf die Schiffe habe ich nicht aufgepasst. Gebe ich zu. Oh, Moment. Die hier hinten würde ich gerne vernichten. Dann gehen wir hier in... Ach, das ist ja Orleo, das sind wir. Dann gehen wir hier unten in Aragorn rein. Schaut auch sehr gut aus für uns.
können wir gleich hier runter. Quasi zurückbelagern. England gilt als Großmacht, ja schön. Okay, wir machen hier mal ein paar so Sachen weg. Gut. Da haben wir 26.000 Mann stehen. Und da oben fällt gleich Calais. Schaut so militärisch aus. Okay, wir haben nach wie vor mehr Leute. Und unsere 14.000 sind 19.000. Ja, da müssten die 10.000 sich hier anschließen. Das wäre jetzt gut. Aber es passiert nicht. Okay, Luxemburg. Ja, dann müssen wir durch Rethel durch. Was geht hier unten? 16.000 Mann landen hier irgendwo an. Wo denn? In Aix. Und die sind aber noch nicht gesaved. Wir nehmen immer Steuern. Wann denn? Wann sind die gesaved? 11. November. Jetzt sind sie gesaved. Ah, so schnell bin ich nicht. So schnell bin ich leider nicht, dass ich die noch abfangen kann. Also ich bin nicht vor ihnen drinnen, das meine ich damit. Aber da wir stärker sind, ist das okay. So. Die Rekrutenreserve ist das größte Problem, was wir haben. Oh, die 8000 hier unten gefallen mir ja gar nicht. So, wir kriegen entweder 15, also eigentlich 100 Admin, 100 Militär macht 25 Prestige, 100 Armee Tradition. Nee, mal brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Okay, jetzt laufen die hier oben rum. Ich komme da nicht rein, das ist ja ärgerlich. Und die belagern hier schneller als wir hier. So, Burgund hätte schon keinen Bock mehr. Was haben wir gesagt, brauchen wir jetzt für die Quest? Ja. Alle Provinzen Picardie, alle Provinzen Westburgund, noch nicht Ostburgund. Alle Provinzen Picardie, alle Provinzen Westburgund. Das hier sind drei. Drei. Noch sind wir davon leider weit entfernt. Vor allem die Festung muss hier fallen. Die Festung muss fallen. Luxemburg bei schon bei nur 20% verloren. Das ist hart. Ja, wo kommst denn du jetzt her? Hä? Okay. Ich habe keine Seelandung gesehen, also vielleicht habe ich es auch übersehen, das kann durchaus sein. Oh, wir sind bei 34 Minuten. Wir werden den Krieg in der nächsten Folge fertig machen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.